Ein Tresor als wohl sicherste Umkleidekabine der Welt. Und so viele Tanzschuhe, dass einem schwindlig werden kann. Willkommen bei Dance Affairs, dem Kaufhaus für alle, die tanzen lieben. So wie Elli Erich Reinicke, die hier in einer ehemaligen Bank in Altona einen Ort geschaffen hat, der seinesgleichen sucht. Und wo selbst Hunde zu Ballerinas werden. Seit 3 Wochen wird wieder richtig getanzt. Ich glaube, die Leute sind alle total happy, dass man jetzt ohne Masken tanzen darf. Und die Kinder sind froh, die können wieder zu ihren Kursen gehen. Und ich bin auch froh, weil hier richtig Leben ist. Und ich freue mich, wenn dieser Boden, der zwar jetzt nicht mehr die Speicherstadt ist, aber wenn der einfach betanzt wird, das ist wunderschön für mich. Eröffnet hatte Elli ihr Tanzkaufhaus vor mehr als 20 Jahren in der Speicherstadt. Die ehemalige Turniertänzerin hatte sich damit einen Traum erfüllt. Aber dort musste sie ausziehen und hat hier noch einmal ganz neu angefangen. Zum Beispiel, das ist alles ein Schuh, aber der ist einfach nur immer, hat immer ein anderes Gesicht, immer ein anderes Kleid an, ne? Ich habe die Diamantschuhe, schwarze Leder, Lack, und die halten am besten. Ja, aber das ist auch Lackleder, das ist so wie das. Und dann, wenn man Spannung im Fuß hat, in dem Moment wird der Fuß, rutscht der im Schuh zurück und wird kleiner. Wenn Kunden wie Viktor einmal ausprobieren möchten, wie sich der Schuh wohl auf einer Milonga anfühlt, wird der Kaufhausboden zur Tanzfläche. Tango ist übrigens die große Leidenschaft von Elli. Sie kennt in Buenos Aires praktisch jedes Tanzlokal und hat dort sogar eine eigene Wohnung. Dance Affairs hat ja ein Motto von Tänzern für Tänzer und deshalb arbeiten hier auch nur Tänzer. Und wir haben jetzt auch gerade ja ein neues Mitglied bei uns im Team, wo ich mich wahnsinnig drüber gefreut habe. Das ist Roy Martha Templeton. Wer also viel Musicals guckt, wird sie kennen, also von vielen, vielen Bühnen überall auf der Welt. Und die ist jetzt auch bei uns im Team. Den 14-jährigen Tänzer und Jungschauspieler Cuba Dillon hat sie gleich als Kunden mitgebracht. Die beiden haben sich bei einem gemeinsamen Musical-Auftritt kennengelernt. Die Steppnummer Mary Poppins, ja, das war ja geil. I mean, der Hammer. So viel Energie und, ja, und gemeinsam alle. Ah ja, super. Es war eine schöne Zeit. Das ist jetzt Medium. Ich finde den ein bisschen lang von der Sohle. Hier ärgert er dich nicht, ne? Ja, gut, aber der ist toll. Der ist toll, super. Bei Dance Affairs kaufen auch manche Stars ein, die auf der Bühne oder in Filmen singen und tanzen. Namen nennt Elli aus Diskretion nicht. Darauf verlassen sich diese Kunden. Genau wie darauf, dass Elli als Tänzerin nur von ihr persönlich ausgewählte Schuhe verkauft. Fühlt sich schon wohl, wenn man reinsteigt. Ja, das sollte bei jedem so sein. Ich glaube, wenn viele Frauen wüssten, wie bequem Tango-Schuhe sind, würden die alle wieder auf Absätze, weil die haben einfach eine andere Statik, als wenn du draußen Schuhe holst. Ne? Das stimmt. Ich habe das allererste Paar auch bei dir gekauft. Echt? Ja, oh, schön. Vor 8 Jahren. Tanzgruppen wie hier die kleinen Ballettperlen rüsten sich gerne auch mal gemeinsam aus. Am meisten freut sich Elli dann, wenn sie mal wieder miterleben kann, worum es beim Tanzen eigentlich geht. Um Spaß an der Musik und an der Bewegung und pure Lebensfreude.